Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit Sims 4 und unserem zweiten Part des Dschungelhunter-Szenarios. Heute geht es wieder weiter und ich bin maximal ready, die Crew ist ready, Boarding ist completed und es geht jetzt los. Ich freue mich. Ihr werdet an der Seite ganz lieb begrüßt von den Zuschauern, die live auf Twitch mit dabei sind. Und ja, wir sind im Part 2, das heißt noch ganz am Anfang. Und Hunter und seine Oma Wilma sind gerade nach Selvadorada gezogen und versuchen jetzt hier, ja, ihr Leben zu starten. Sie leben in einem Zelt und fangen gerade so ein bisschen an, vor sich hin zu leben. Ich habe schon mal so ein bisschen über die Kommentare gelookt, die ihr auf YouTube geschrieben habt. Und da sind einige sehr interessante Kommentare dabei. Wir gehen die jetzt zusammen durch. Für alle, die ganz neu sind in diesem Let's Play oder jetzt gerade live auf Twitch ganz neu am Start sind. Lea, willkommen im Stream und Kev, willkommen. Danke für eure Follows, ihr beiden. Für die, die jetzt ganz frisch dabei sind, wir spielen ein Szenario, das auf meiner Webseite veröffentlicht ist. Die Regeln dazu haben wir zusammen in der Community geschrieben. Ich zeige euch das auch gerne nochmal. Einfach damit wir da zusammen reinkommen, dann schauen wir uns nochmal die Regeln an und wir lesen immer die Kommentare, denn sobald der Stream beendet ist, lade ich das Let's Play immer auf meinem Insaintra Streams Kanal hoch, so heißt mein YouTube-Kanal, da lade ich die Streams hoch und dann könnt ihr dann im Nachhinein noch nachschauen, reagieren, Kommentare drunter schreiben und diese lesen wir immer zum nächsten Part hin. Also praktisch heute lesen wir die Kommentare von, in dem Fall vor 2 Wochen, weil wir eine Woche nicht streamen konnten und ja, so ist es. Und Lenny, willkommen im Stream, Leni, sorry. Willkommen im Stream, Hallöchen. Genau, die Regeln findet ihr auf meiner Webseite, da kommt ihr drauf, wenn ihr insaintra.com bei Google eingebt, dann sieht das Ganze so aus und unter Challenge-Übersicht gibt es den Reiter Szenario oder ihr klickt hier drauf und dann kommt ihr auf unser erstes geschriebenes Szenario und zwar das Dschungelhunter-Szenario. Ist sehr, sehr cool, macht viel Spaß, ihr braucht das Basisspiel und das Dschungelabenteuer-Pack, um mitspielen zu können. Ansonsten würde ich mich natürlich auch super freuen, wenn ihr einfach zuschaut. Und, ach so, warte mal, das ist zu viel Input. Wir brauchen eigentlich nur die Regeln. Wartet. Just Chatting. Und dann mache ich mal die Kommentare auf. Weil da reicht es, wenn wir den einen Ausschnitt haben. So. Das sind die Kommentare vom letzten Video. So. Perfekt. Okay, wir gehen die zusammen durch und schauen mal, was YouTube denn geschrieben hat oder was ihr nachträglich noch dazu gesagt habt. Vavinelli, Hallöchen. Und Kev, Hallöchen. Let's go. Janina schreibt, guter Stream, gutes Video, gutes Szenario. Dankeschön. Der Corgi. Ja, wir haben nämlich Katzen und Hunde gesehen in diesem Let's Play und sind kurz davor, alles zu adoptieren, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Müssen wir mal gucken. Könnte Jack nicht ein Freund sein, der dann hin und wieder mal vorbeischaut? Er muss ja nicht bei uns wohnen. Können wir mal gucken, ja. Können wir mal gucken. Bin ich mir gerade noch nicht sicher. Hi Sandri, ich glaube, du hast vergessen, den Gartenverkauf zu starten, deshalb ist keiner gekommen. Ich hätte schwören können, ich habe drauf gedrückt, ne? Aber wenn es so viele sagen, habe ich wohl nicht drauf gedrückt. Ich gucke dann nochmal nach, ne? Ich sehe Wilma übrigens voll als Crazy Cat Lady und das mit dem Schmuck kann ich mir bei ihr auch sehr super vorstellen. Wir haben uns nämlich überlegt, dass Wilma, unsere Granny, also wir spielen mit einer Granny und einem Teenager sozusagen, haben wir überlegt, dass sie Kristalle sammelt und damit Schmuck herstellt. Dass er ihr immer die Kristalle gibt und sie damit Schmuck herstellt und diese dann einfach zu Geld macht. Hot Boy, Cute Boy, Hunter, den Namen wird er behalten. Freue mich auf das Let's Play. Dass Wilma den Schmuck herstellt, finde ich super. Was ich mich noch frage, kann Wilma noch immer in Häusern schnüffeln und Leute erpressen? Aber sichi, Schnefka. Also können kann sie es, aber ich weiß nicht, ob du eher meinst, könnten wir das nicht so machen? Könnten wir eigentlich nach wie vor so machen? Können wir uns überlegen, ob das ab und zu mal angebracht ist. Vielleicht mal bei den Nachbarn oder so. Witziger Stream, super Idee. Falls noch nicht erwähnt wurde, im Museum gibt es einen öffentlichen Archäologietisch. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Das wusste ich gar nicht. Oder zumindest habe ich es wieder vergessen. Ich finde es nur cool, wenn wir das dann auf dem Grundstück machen, weil wir sonst halt ständig am Reisen sind und gar nichts so wirklich mitbekommen von daheim, weißt du? In welchem Pack kommt der T-Treff rein ins Spiel? Ich liebe den Part. Mit Highschool-Jahre. Da kommt Copperdale mit und da gibt es diesen Teetreff. Holly schreibt, hallo Twitch, hallo Sandri, was für ein grandioser Part in diesem neuen, aufregenden Dschungel-Let's Play. Ich freue mich auf viele weitere Parts mit reichlich streunernden Adoptionen. Streunern-Adoptionen, ja, schauen wir, ne? Das wird wild auf jeden Fall. Im ersten Part sind es immer ein bisschen mehr Kommentare, weil wir jetzt ganz frisch gestartet haben. Deswegen dauert die Kommentare jetzt das ein bisschen länger. Aber ich baue auch hier wieder eine Skip-Funktion ein. Das heißt, ihr könnt dann auch wieder die Kommentare überspringen sozusagen.
Ist das ein Weihnachtslied auf unserem Ohr? Gut. Okay. Nein, nicht alle Senioren sind im Real Life, haben Hängebrüste, habe ich gesagt, ne? Ich finde auch den krummen Buckel bei den Sims-Senioren unrealistisch, den hebe ich immer etwas an. Genau, das finde ich auch. Also ich finde, die Senioren sind schon wirklich sehr klischee-seniorig, ne, mit ihrem Buckel und so. Aber ich meine, es ist halt auch nur ein Spiel, ne? Aber ich kann verstehen, dass du da immer ein bisschen mithilfst und es dann anhebst, absolut. Von einer Rex Riches zur nächsten, arme Wilma. Nee, die macht es, die ist super dabei. Aber wir kommen gleich nochmal zu einem wichtigen Kommentar. Hallo Sandra und Twitchies, schöner Start ins neue Let's Play. Sandra direkt erstmal wieder einen Burner rausgehauen, Oma Crofton. Oh ja! Wilma ist ja Wilma Oma Crofton, wie Lara Crofton, nur Oma Crofton. Das war sehr lustig, fand ich auch. Ich glaube, ich hätte direkt alle Streuner adoptiert. Das war auch sehr schwer für mich. Es wäre ja schon cool, wenn Hunter einen Hund hätte, mit dem er dann immer in den Dschungel zieht und Abenteuer erlebt. Absolut, ja. Vielleicht den kleinen Corgi. Ja, und Wilma sehe ich mit Katzen. Freue mich schon auf die nächste Folge. Liebe Grüße. Dankeschön. Wie immer ein sehr schönes Video. Kann mir eventuell jemand erklären, wie ich die beiden das in den Dschungelpack des Urlaubsgrundstücks zu einem Wohngrundstück machen kann? Hab eben sehr viel probiert, aber es leider nicht geschafft. Wäre für kleine Hilfe dankbar. Ja, und zwar habe ich das auf der... Oh, das war vor 13 Tagen. Vielleicht hast du es inzwischen schon lösen können. Auf der Webseite habe ich die entsprechende Hilfe verlinkt. Und zwar, wenn du... Ich habe das hier jetzt mal kurz klein offen. Warte mal. Wenn du unter das Szenario scrollst, gibt es hier die beiden Mods, die ich verwendet habe. Du kannst es dann einmal einstellen, die da hinziehen lassen und die Mods auch wieder aus dem Spiel rausnehmen. Ich würde noch eine Art Unterstand bauen, wenn es regnet. Es macht bestimmt keinen Spaß, draußen zu sitzen. Wir bauen jetzt bald ein Häuschen. Also relativ schnell hoffentlich. Oh, die Mini auch. Hey, Twitch mal von dieser Seite. Ich sehe bei Wilma ja die My Pets Mod von Little Miss Sam unbegrenzt Haustiere haben, ohne dass sie dem Haushalt hinzugefügt werden. Ui. Wollen wir es laden? Shiro, Hallöchen. Ui. Die Mod habe ich auch super praktisch. Ja? Ich bin fast überzeugt. Aware, danke schön für deinen Follow. Sorry, ich habe es eben erst gesehen. Lieben Dank dir. Ja? Ich bin überzeugt. Okay, passiert. Es ist schon passiert. Gut. Machen wir. Gut. Gut. Ihr habt mich überzeugt. Okay. Hey Sandri, wollte dir kurz Liebe dalassen? Das ist immer schön. Danke, dass du deine Arbeit einfach perfekt machst. Sage mal. Man merkt, wie gern du das alles machst. Es wirkt alles authentisch und das merkt man auch bei den Zuschauern. Deine Streams bzw. Videos sind für mich so wie für andere eine Serie auf Netflix sind. Ich kann abschalten, mich entspannen. Vor allem konnte ich es so endlich auch mal... auch Sims auf andere Art und Weise spielen und viele Inspirationen holen. Ich weiß, du liest immer fleißig alle Kommentare in den nächsten Videos, daher will ich jetzt gar nicht so viel labern, weil sonst das Intro wieder mal zu lang wird. Hä? Lange Intros? Nee. Ich habe heute 3 Minuten Intro gemacht bei Amazing Life. Ist doch nicht lang. Oder war es Recht und Unrecht? Ich weiß es nicht mehr. Es waren 3 Minuten. Ich dachte so, hoppala. Gut. Aber wir müssen ja auch reden, ne? Ist ja auch wichtig. Wegen deinen Let's Plays will ich mir jetzt auch so einiges an Packs holen. Mehr Packs ist gleich mehr Spielspaß. Bist echt eine von den besten Sims... Oh Mann, Streamerin, bleib so wie du bist. Wünsch dir viele Erfolge, Gesundheit im Leben. Hey, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Also, das ist sehr nett, ne? Also vielen, vielen Dank für deinen lieben Kommentar. Freut mich mega, dass dir meine Videos so gut gefallen, meine Streams. Und dass du, ja, die gerne schaust und auch Spaß am Spielen hast dadurch. Das freut mich total zu hören und süß. Vielen, vielen Dank dir. Ich weiß immer nicht, was ich sowas sagen soll, weil das ist immer viel, aber viel Liebe an dich zurück. Dankeschön. Visera. Holla, guck mal, da ist die Visera im Fernsehen drin. Ich habe durch die liebe Sandri nun auch meinen Sims zu synchronisieren angefangen. Nein, wie cool! Auch wenn es am Anfang wirklich ungewohnt ist. Aber es bringt schon noch mal ein bisschen was. Es bringt so ein bisschen mehr Mensch in die Sims, oder? Schön. Viel Spaß beim Kochen, wie Sarah. Okay, wir laden die Mod rein, kein Problem. Good day, good day. Ich glaube, das erste Mal, dass ich einen Kommentar hier schreibe, aber bin ein großer Fan von dem kleinen Corgi. Same!
finde, das wäre für Wilma echt eine gute Begleitung durch den Alltag, während Hunter sich auf die Arbeit konzentriert. Und er kann dann immer Hunter den Hund mitnehmen. Vielleicht findet dadurch Wilma auch eine ältere Damenherrin auch mit Hundi oder mit Katzen, ne? Und Grüße, ja, hallo. Und Sophie Moffi, Hallöchen. Und Pinselohr, viel Spaß mit den Emotes. Oh, cool, Tinky. Peppi, ich spreche die Sims manchmal. Zum Beispiel Wilma hat ja so eine Cranny-Stimme. Und wenn sie... Nee, warte mal, wie geht Wilma? Oh, die Wilma redet ein bisschen so wie eine kleine Oma. Und dadurch ist sie einfach so süß. Und man hat sie einfach viel lieber, weißt du? Also es mag natürlich nicht jeder, ne? Es ist für manche vielleicht auch befremdlich und finden es strange. Aber here you are, ne? Das ist halt so hier. Und ich mag das halt total gerne, weil ich finde, dadurch haben meine, genau wie Trudi, weil ich kenne halt so viele Omas, ne? Dadurch haben meine Sims halt irgendwie mehr Charakter, habe ich immer so das Gefühl. Mir macht das halt auch viel mehr Spaß. Nee, genau, also so, ja. Genau. Xaliana, dankeschön für dein Follow. Willkommen im Stream. Hi. Leute, Moment. Hey Sandra, ich finde dieses Szenario sehr cool und interessant. Allerdings sehe ich Hunter eher allein in diesem Let's Play. Finde es irgendwie... Ah, das war der Kommentar, den ich mir schon durchgelesen hatte. Finde es irgendwie unrealistisch, dass die Oma mitgeht. Ich meine, es ist dort sehr drückend heiß, aber süß, dass sie ihren Enkel begleitet zu dem Abenteuer. Aber Hinsicht auf später würde ich es passender finden, wenn sie entweder sich dort ein kleines Häuschen kauft oder mietet oder dann zurück nach Hause kehrt. Weil irgendwie finde ich es unangenehm, dass sie mit ihrem Teenie-Enkel sich ein Zelt teilt. Generell, dass sie in einem Zelt im Baumhaus schläft, ist irgendwie unrealistisch. Vielleicht könnte sie dort, wenn sie dort bleiben, so eine Art Einheimischen kennenlernen, dann zu ihm ziehen. Genau, also ich sehe den Kommentar so und so. Also ich verstehe absolut, was du sagen willst. Es ist absolut nachvollziehbar. Auf der anderen Seite denke ich mir so, da wären wir halt direkt wieder bei dem Thema so, wer sagt denn, dass es nicht möglich ist, ne? Aber wie gesagt, ich verstehe, was du meinst. Und ich finde die Idee, dass die nicht für immer bei uns bleibt, sehr schön, denn ich kann mir das auch gut vorstellen, dass sie jemanden kennenlernen wird und dann zu ihm ziehen wird. Also sie hatte ja schon mal fast eine Beziehung und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie dann im höheren Alter einen Mann findet, vielleicht auch in Salvadorada und dann bei ihm leben möchte. Das mit den Temperaturen und so, das würde ich jetzt gar nicht mal als Grund sehen und auch nicht mit dem Enkel im Zelt schlafen, finde ich auch völlig fein. Die beiden sind halt Abenteurer und wer beschützt dann Hunter, wenn nicht Wilma Croften? Ja, true, ne? Wilma Croften ist halt crazy, aber die will ja auch irgendwann ihre Ruhe genießen, deswegen verstehe ich das. Und Hunter will ja auch irgendwann vielleicht mal sein Leben genießen, aber vielleicht entwickelt sich das auch ganz anders. Also vielleicht zieht auch irgendjemand bei uns mit ein und ich kann mir das mit dem Baumhaus trotzdem gut vorstellen. Ja, Treppensteigen ist nicht so einfach, aber vielleicht können wir es auch anders lösen, indem wir vielleicht so eine 50-50-Lösung finden, dass Wilma unten lebt, in einem kleinen Blockhaus, ja, und Hunter sich oben ein riesen Baumhaus baut. Könnte ich mir richtig gut vorstellen auch. Meine Oma 75 plus fliegt nächste Woche nach Madagaskar zu einer Backpack-Tour. Wie geil finde ich bitte gerade deine Oma? Wie cool ist die bitte? Wie cool ist die bitte? Mit meiner Oma wäre ich auch freiwillig in den Dschungel gegangen. Sie ist genauso drauf gewesen wie Wilma. Deswegen, also das ist schon sehr, sehr schön, glaube ich. Die hat auch bunte Haare, Stilikone, so geil, ey, so geil. Aber, ne, also wie gesagt, ich verstehe deinen Kommentar absolut. Ich will auch gar nichts judgen oder so, ich verstehe das. Aber ich glaube, wir müssen das nicht so eng nehmen. Ich finde es cool, dass Wilma sowas macht. Und wenn nicht hier, wann dann, ne? Also wenn nicht in diesem Let's Play jetzt, wann haben wir sonst mal die Chance, mit unserer Oma Abenteuer zu erleben? Das finde ich echt schön. Ja, das ist das Miau, ne? Also manche sind ja wirklich noch fit. Ist doch super schön. Okay, weiter geht's, meine Lieben. Hallo Sandra, ich war eine leise Zuschauerin, aber heute wollte ich einfach mal was schreiben. Wie immer ist der Stream super geworden, dankeschön. Und ich finde die Idee, dass Hunter mit seiner Omi zusammenzieht, wunderschön. Ich freue mich schon so doll auf den nächsten Part. PS, das mit der Webseite, mit den unterschiedlichen Kategorien, hilft mir so doll. Damit habe ich neue Challenges und Motivationen zum Sims spielen. Dankeschön, das freut mich voll. Schön zu lesen, danke dir. Hallo Sandra, hallo Twitch. Das neue Let's Play macht mir jetzt schon Spaß beim Zuschauen. Wilma könnte auch eine Tierauffangstation leiten. Ja, jetzt machen wir mal langsam. Wir werden wahrscheinlich jetzt eh schon ein paar adoptieren. Oh Mann, ey, Leute. Das wird wild, ey. Hey Sandra, wie machst du das mit den Screenshots aufhängen? Gibt es dafür eine Mod? Ja, die Mod ist von...
Ravashin ist auf der Modliste verlinkt. Kannst mal reinschauen. Das ist eine Fotomod. So viel habe ich nicht von ihr. Da ist aber auch beschrieben, welche das dann ist. Hab vor ein paar Monaten immer nur die Let's Plays von Nina geschaut. Das ist auch sehr löblich. Die sind nämlich sehr gut. Weil ich mich mit Let's Plays von anderen Creator nicht anfreunden konnte. Das kenne ich. Wenn man einmal wo ist, dann geht mir auch so. Also ich gucke auch, natürlich auch aus Zeitgründen, weil ich auch gar keine Zeit habe. Aber wenn ich Let's Plays schaue, dann auch die von Nina, wenn ich mich schmink morgens. Ja. Sind deine einfach meine Lieblings-Let's Plays geworden? Dankeschön. Finde einfach toll. Finde einfach, wie du die Sims sprichst und wie du die Let's Plays gestaltest, einfach toll. Dankeschön, Bini. Das freut mich sehr zu lesen. Schön, dass sie dir gefallen. Das freut mich voll. Vor allen Dingen Streams. Streams sind ja auch immer noch mal eine andere Nummer zu gucken, ne? Weil die ja auch von der Dauer her sehr viel länger gehen. Da braucht man schon ein bisschen mehr Ausdauer, sage ich mal, Streams zu schauen. Freut mich total zu lesen. Danke dir. Ich freue mich auf einen weiteren Part und fände es richtig cool, wenn Wilma Schmuck herstellen könnte. Haben wir gesagt, ne? Wollen wir machen. Wirklich eine Crazy Cat Lady wird. Ich finde, das passt so zu ihr. Dann hat sie auch noch ein Tier, um das sie sich kümmern kann, weil Hunter ja auch viel erkunden soll, die Omi vielleicht nicht mehr so viele crazy Dinge tun kann. Außerdem schaue ich gerade noch die Vermieter Rex Riches fertig, damit ich die Story davor auch kenne. Solange kein zweiter Part draußen ist. Sehr gut, sehr gut. Es war aber auch wild, ne? Also wir haben Hunters Leben ganz schön gepusht am Ende, damit der schnell groß wird. Einfach so ein Part und der Kleine mal wachsen. Hoffe, ich schaffe es mal live auf Twitch dabei zu sein. Wann streamst du das Szenario wieder? Eigentlich immer donnerstags, also heute. Donnerstag, jetzt ist es natürlich jetzt schwierig. Ich kommentiere halt diese Streams-Kommis immer nur im Stream, deswegen ist es immer schwierig. Aber donnerstags kommt das Szenario in der Regel. Ich mache aber auch jeden Montag einen Streamplan. Den veröffentliche ich auf Instagram, Discord, in Saintra YouTube-Kanal, da veröffentliche ich den immer und da könnt ihr immer nachschauen, wann was passiert. Dann haben wir den letzten Kommentar. Vor 8 Stunden, da Hunter ja das Bestreben Archäologieprofessor hat, hätte ich eigentlich ganz schön gefunden, wenn er in die Bildungskarriere gegangen wäre. Da spielen die meisten auch so selten. Ich freue mich aber auf den nächsten Part und finde es toll, wie du immer wieder was Neues zum Spielen für uns findest. Ah ja, finanziere deine Arbeit durch den Nebenjob oder den Verkauf doppelt. Wir haben gar keine Karriere für ihn gewählt, ne? Er darf gar keine Karriere haben, laut Regeln. Okay, verstehe ich. Oh, ja, wäre auch eine gute Idee gewesen. Aber so haben wir ja eigentlich alles jetzt ganz gut definiert, glaube ich. So, ihr Hasen, gebt mir eine Sekunde. Die Regeln, jetzt muss ich mir kurz aufschreiben. Oh, wir haben lang die Kommentare gelesen jetzt. Bibikatze, Hallöchen. Und Sheila, Hallöchen. Oh, schön, Vanilla. Oh, das Let's Play damals war so toll mit der Luna. Und ich finde, also Skylar war auch ein cooles Let's Play. Ich finde, wenn ich aber nach Luna, also ich glaube, wenn dir das Luna-Let's Play gefallen hat, wird dir auf jeden, wobei das Skylar-Let's Play war auch toll, okay. Aber das mit Mara und Moritz wird dir auch gefallen. Mara ist Luna so ähnlich und Mara ist auch Romy so ähnlich. Die ist so ein toller Charakter. Luisa, Hallöchen. Die dann plötzlich auftaucht und dann die doch noch fix zusammen. Ja, aber der hat ja, der will ja keinen Sex mehr. Tanja, weiß dann, ob das gut ist. Und Maddie, Hallöchen. Ich glaube, da die Wilma, das hat ihr nett gefallen. Meine Oma fliegt nächste Woche mit mir und meinen Eltern nach Ägypten. Wie geil! Ah, Silchan, das hört sich super an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß schon mal. Super. Schwör, Tanja. Oh Mann. Ja, aber es freut mich natürlich zu lesen, dass du unsere Videos gerne schaust. Danke dir. Mimichen, Hallöchen. Golden Years? Nee, immer noch nicht, Mimichen. Immer noch nicht, steht immer noch auf der Liste ganz oben, aber ich hab's noch nicht gepackt. Und Nessa, Hallöchen, die letzten 2 Wochen waren einfach zu wild gewesen. Und Lea, Hallöchen. Luna war schönes Let's Play, gell? Ja. Sehr gut, Lucy. Fleißig. Viel Spaß. Dankeschön, Luise. Ich hab gedacht, Flugbegleitung aller Flugbegleitung, Sandra. Okay. Wir starten jetzt rein. Habe ich Pause gedrückt und dann vergessen, die Pause wegzumachen. Naja, gut. Wir starten jetzt rein. Und ich überlege aber noch, ich lade die Mod jetzt nicht rein. Ich lade die Mod jetzt mal noch nicht rein. Ich finde die gut, aber jetzt gerade mal noch nicht. Wir spielen jetzt erstmal eine Runde.
Und gucken mal, dass wir erstmal uns wieder reinfinden ins Let's Play. Und Joanna, danke schön für deinen Follow. Hallöchen. Gut. Ich war gestern beim Mexikaner, ich bin ready. Sehr gut. Genau, die beiden, wir haben halt gerade überhaupt gar kein Geld, ne? Wir müssen jetzt erstmal, ich glaube, dass wir das machen. Dass wir erstmal ein bisschen hier unten leben, bis wir dann oben im Baumhaus ein Baumhaus bauen. Das wird toll. Joanna, hallöchen. Hallöchen. Ja, den Stand, ne? Erstmal ein bisschen Bananen ernten. Oh, geht nicht, weil er sich so unwohl fühlt. Ja, verstehe ich. Okay. Guck mal, da sind Steine. Ach so, du wolltest doch duschen. Geh doch bitte. Was möchtest du tun? Mit deiner Halbschwester plaudern? Könnten wir eigentlich mal einladen, ne? Doch, sorry, Lisa. Der Widerhall der Stille und der die Wortweberin. Oh, das war, als plötzlich Party war. Oh, okay, ja. Mhm. Ja, spannend. Und sowas, Lisa, passiert mir dann. Dann fällt mir das so 2 Stunden später ein, sitze ich da und denke mir so, hä? Jetzt weiß ich immer noch nicht, welche Bücher die... Und dann finde ich es schade, weil ich dann denke, oh Mann, dann hast du mir das extra geschrieben und es geht dann unter und dann vergesse ich es und dann fühle ich mich doof, weil ich denke, oh. Ne? Das passiert mir so oft, dass ich dann so 3 Stunden später dann drüber nachdenke, dass ich was überlesen habe. Glaubst du das? So wie jetzt gerade eben. Ne? Ist mir einfach viel später wieder eingefallen. So, wir machen jetzt hier mal alles. Und dann können wir auch bald mal zu unserem ersten Abenteuer aufbrechen. Aber dafür brauchen wir Machete und so. Da können wir uns erstmal so ein paar Sachen kaufen. Deswegen graben wir jetzt erstmal. So, Hunter, du kleiner Dschungelhunter. Ich freue mich. Oh, Lieblingsbuch ist schwer. Also ich habe einige Bücher, die ich gerne gelesen habe. Aktuell würde ich sagen, ist auf Platz 1 immer noch Isara. Julia Dippel, Isara, war eins meiner Lieblingsbücher jetzt in den letzten Monaten. Sparbuch? Das Sparbuch ist auch ein tolles Buch, ja. Ja, mega, Lena, bei meinem Essen sind auch Karotten drin. Weil wir nämlich heute Tag der Karotten haben oder so. Der hat schon Level 3? Er kann jetzt selbst am Archäologietisch Artefakte authentifizieren, das ist ja großartig. Ach, Hunter, du krasser Typ, ey. Ist das jetzt eine Rechnung? Okay, warte mal. Kriegen wir Geld zurück? Oder müssen wir das bezahlen? Schade. Wir kriegen kein Geld zurück, wir müssen es bezahlen. Sah komisch aus kurz. Das ist echt lang, ist richtig lang. Wie war denn dein Tag, Eddie? Mach das Monsterküken. Bis zum nächsten Mal, gell? Und Rosa, Hallöchen. So, jetzt machen wir noch den hier. Ist auch schon wieder 11 Uhr, ne? Man kennt's. Aber fast den ganzen Tag schon wieder rum. Gut, wir sammeln jetzt mal hier noch alles, was rumliegt. Was haben wir hier? Oh, schaut mal. Ist wirklich nicht schlecht für eine Rex to Riches, wobei Oasis eigentlich nichts schlägt, ne? Oasis ist einfach die perfekte Rex to Riches Stadt. Und sie ist Basisspiel. Oha, war ich hier gerade schon? Nee, ne? Ich glaube nicht. Wir haben heute Tag der Karotten. Ja, die Lena hat gerade gesagt, dass in ihrem Essen Karotten drin sind. Mom, ganz schlecht gerade. Mom, ganz schlecht gerade. Heide Witzka, ey. Haben wir viel Zeug hier. Uralter Knochen. Nee, Knochenstaub, okay. Lecker, Visera, das hört sich richtig gut an. Amethyst, Rosenquarz. Boah, wir sammeln so viele Steine. Und Tamilin, hallöchen. War ganz entspannt, Uni ist heute ausgefallen. Deswegen war ich im Stall. Oh, schön. Da haben sich die Pferde bestimmt auch gefreut. Super, Eddie. Darf ja auch mal passieren, ne? Bei mir geht es jetzt am Montag auch wieder los mit Uni. Ich habe so Bock einfach.
Ich bin richtig motiviert gerade. Also ich würde am liebsten jetzt so. Nee, jetzt habe ich keinen Kopf dafür. Aber ich freue mich, dass es wieder losgeht, wollte ich sagen. Brauchen wir jetzt auch nicht übertreiben, ne? Richtig, richtig Bock. Ich fahre dann am Montag gleich nach dem Aufstehen frühst schon in die Stadt und setze mich in die Bib. Und dann mache ich da den ganzen Tag Uni. Der Enfi ist ja auch den ganzen Tag arbeiten. Und dann esse ich da Mittag und arbeite vor mich hin. Das wird gut. So, jetzt müssen wir aber gleich wieder nach Hause gehen. Genug gesammelt. Müssen wir erstmal jetzt die Ausbeute angucken. Und vielleicht mal seine Halbschwester einladen. Oh, wir sind ja fast zu Hause, oder? Ah, ist gar nicht weit. Perfekt. Dauerregen. Oh, verdammt. Das ist natürlich unschön. Dass dann so nasskalt ist. Mm-mm, nicht, dass ich wüsste, Tanja. Wo setzt du dich hin? In die Bib. Also in die Bibliothek. Ich finde Bibliothek immer so schwierig zu sagen. Deswegen sage ich immer Bib. Genau. In Karlsruhe ist eine Bibliothek. Und da kann man lernen. Das ist ziemlich cool. Ach komm, wir laden jetzt mal unsere Halbschwester ein. Ja, bei uns regnet es auch schon den ganzen Tag. Es ist ziemlich ungemütlich. Wo ist sie denn? Hier. Hä? Kommst du her jetzt? Oh, da fällt mir gerade noch was Wichtiges ein. Ich muss mir schnell eine Notiz machen. Gut. Wie kann ich sie denn jetzt hierher holen? Sim herbeirufen. Kommst du jetzt? Wechsel aus Sonnenwolken. Ich studiere, genau, ja, Jasmin hat es schon reingeschickt. Kultur- und Medienpädagogik. Im ersten Semester, noch ganz am Anfang. War Unipause, ja, durch den Geburtstag, Lena, durch die Geburt meiner Nichte und so. Es war ständig irgendwas. Ich war ja super. Ich war letzte Woche Sonntag in der Heimat. Sonntag bis Mittwoch in der Heimat. Am Freitag in der Heimat. Und normal mache ich Montag, Mittwoch und Freitags-Uni. Dann war ich jetzt gestern Mittwoch in der Heimat und bin am Sonntag nochmal in der Heimat. Ich war jetzt einfach super oft zu Hause und es war super stressig gewesen. Dann noch der Geburtstag. Ich hatte einfach überhaupt gar keine Zeit. Genau, aber durch die Fernuni, dadurch, dass ich an der Fernuni bin, habe ich natürlich die Möglichkeiten, dann auch spontan Urlaub zu machen. Genau, und ich denke, dass ich gerade ganz gut vorankomme und ich hole das jetzt natürlich nächste Woche, muss ich alles aufholen. Es wird ein bisschen stressiger dann. Aber theoretisch habe ich es ja selbst in der Hand, wie lange ich das alles mache und so. Und das ist ganz angenehm. Genau. Oh, lecker, Maria. Lasst es euch schmecken. Was war das denn, Gruseliges? Habt ihr es gesehen? Hey, Anissa, wie cool, dass du vorbeikommst. Geht's dir gut? Hey, ihr beiden. Na, Wilma, alles gut? Ich soll dich von Mary fragen, ob es euch gut geht, weil ihr habt so schlechten Handyempfang, hat sie gemeint. Ja, alles super. Nee, es ist alles gut. Und bei dir, alles Roger? Willst du eine Nacht bleiben? Schatz, wir haben gar keinen Platz im Zelt. Es ist also viel zu eng bei uns. Oh ja, true, wir haben gar keinen Platz, sorry. Ja, ist okay, Hunter. Willst du mir mal die Stadt zeigen? Wir können heute Abend gerne in die Stadt gehen. Ich wollte eh was trinken gehen. Ich habe jetzt nicht so viel Kohle, aber wir können schon was trinken gehen. Schau, ich habe ein paar coole Fotos gemacht von hier. Oh, cool, zeig mal. Ja, schau, das sind verschiedene Bilder von verschiedenen Gewerken. So. Und da habe ich auch was Cooles ausprobiert. Ach, Kinder, wenn ihr jetzt hier am Schmusen seid, am Spielen seid, meine ich, dann setze ich mich jetzt mal hier ans Feuer ein bisschen. Ich mache uns mal Essen, ja? Wir können uns doch dazusetzen. Na gut, okay, setzt euch dazu und dann grillen wir mal was. Schmusen, habe ich gesagt. Wie geht? Es ist immerhin seine Schwester. Oh Mann, Leute, wir brauchen jetzt Geld. Wir werden jetzt Geld verdienen. Seid ihr bereit für Geld? Wir extrahieren besagte Fossilien. So, er hat ein versteinertes Simianara gefunden. Mososaurus und sowas. Gut. Ihr habt gesagt, ich hab's falsch gemacht, gell? So, jetzt machen wir es nochmal richtig, ja?
Ach so, wir wollten von allem eins behalten. Das geht jetzt natürlich nicht, ne? Moment. Hallo. Der Elfi hat geschrieben, dass er jetzt dann heimkommt. Schön. Gut. Wir brauchen. Warte mal, ihr habt gesagt, im Museum gibt es einen Verkaufstisch. Hast du Lust, mit mir ins Museum zu gehen? Museum? Oh, ja, eigentlich schon. Lass uns gehen. Ja, weil ich muss da was werkeln. Aha. Okay. Was habe ich denn gesagt? Ich dachte an den Archäologietisch. Was habe ich denn gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Habe ich doch gesagt, oder? Ich meinte Archäologietisch, nicht Verkaufstisch, Leute. Nessie, danke schön für deine 100 Bits. Danke dir. Geld immer, ne? Ja. Schon schön, wenn es einen wirklich interessiert. Aber manche Texte, ey, da verstehe ich nichts und denke mir so, was will der von mir? Oder von, was will der oder die von mir? Das verstehe ich, Eddie. Da benutze ich dann tatsächlich ChatGPT. Schick den Text, ich kopiere den, schick den komplett rein und sag, erklär mir das in einfachen Worten. Und der erklärt mir das in einfachen Worten und ich sag, ah, es ist Game Changer. Also, pff, richtig gut. Ines, Hallöchen. Ich packe mal eins auf den Boden, damit ich nicht alle verschiebe. Nervt ein bisschen, aber schlechte einzelne Optionen. Ja, verstehe ich. Nepperchen, das verstehe ich. Das ist aber dann schon hilfreicher. Was macht sie denn da immer? Die weiß schon, dass sie kein Säugling mehr ist. Wegen dir nutze ich das auch. Ja, mega. Wo ist denn der Tisch? Ja! Okay, warte mal. Artefakte identifizieren, Artefakte freilegen. Das sind zwei... Ja. Okay, wir werden erstmal identifizieren. Und dann werden wir freilegen. Dämon, ist so. Selina, hallöchen. Willkommen zurück. Spiele irgendwie keinen Sims mehr. Was ist los, Nessie? Und Nathalie, hallöchen. Bist du in einem Sims-Loch? Mach das, Maria. Bis zum nächsten Mal. Danke. Und Jasmin, hallöchen. Jasmin. Oh, Ja, das glaube ich auch, dass es daher kommt, dass wir sie zu schnell gealtert haben. Vom Säugling zu Teenager. War wild, ne? Und Hunter muss jetzt arbeiten. Ups. Meine aufgewärmten Kartoffeln mit Rahmspinat sehen aus wie ein fancy Kartoffelbrei. Ja, leider sind Kartoffeln aufgewärmt immer wild, ne? Okay, verstehe ich, Nessie. Naja, beim Sims-Spielen braucht man halt auch Motivation, ne? Ich verstehe das schon. Manchmal verlässt mich da auch die Motivation beim Spielen. Aber dann überlege ich mir immer irgendwas Neues und dann geht's wieder. Wilma, Wilma, Wilma. Du hast keine Kristalle einstecken, ne? Weil ich die hat Hunter noch. Wir können halt nichts machen, ne? Hol mal die Post raus und sortier mal Junkmails aus. Ah, der Laptop ist zu alt dafür. Das ist natürlich auch ärgerlich. Findet sie da nicht auch irgendwas manchmal? Ja, dann ruf doch mal deine Tochter an. Vielleicht könnte Oma auch mal eine Dating-Plattform angehen. Ich guck jetzt mal. Oh, Prinzessin, das freut mich natürlich. Ja, das kann man auch gut machen, Dani. Aber wir machen immer Ofenkartoffeln und die kannst du dann, also die machen wir dann meistens, ne? Ja, Sophia, hallöchen, Sophia. Wilma bekommt die Aufgabe, Schmuck herzustellen. Ich glaube, sie guckt sich jetzt mal ein Date an, Leute. Ich will mal wissen, wer da so... Ich will nur mal wissen, wer da so abhängt. Tatsächlich sind da... Ah, nee, aber... Puerte? Adrian Puentes. Der sieht mir so aus, als könnte er hier leben. Der wirkt so ein bisschen wie ein Einheimischer. Sie hat ihn auch schon kennengelernt. Ein junger Erwachsener. Oh. Mist.
Gut. Was wir aber mal. Jetzt, Wilmals, bleib doch mal bitte aus dem Zelt draußen, Mann. Wir könnten mal gucken, ob wir soziale Aktivitäten. Ja, sie kennt halt hier noch niemanden, ne? Freizeitaktivitäten. Ich glaube, die geht jetzt auf eine Wanderung. Die Oma. Mit Miguel vielleicht? Ich hätte schwören können, der ist ein Senior. Ja, aber der ist ja kaum älter als ihr Enkel. Ja, aber das kenne ich auch, Tanja, von mir. Ich spiele auch gerade Sims und Jeb ist im Krankenhaus. Oh nein, während der Geburt die Babys. Oh nee, vom Clubbett erschlagen. Mit dem MC Command Center kannst du den zurückholen. Wenn du mit Shift traust. Nee, wenn du den MC Command Center und dann steht da wiederbeleben. Ich zeig's dir gleich, wenn du kurz wartest. Ja, Miguel, also ich würde Miguel vielleicht mal mit zur Wanderung nehmen. Weil der ist ein Senior, ne? Der spricht Salvadoranisch, aber ich wollte ja die Sprachkultur eh deaktivieren. Ich habe die Mod ja eigentlich auch nur wegen. Warte mal, habe ich es jetzt aktiviert oder deaktiviert? Ah ja. Genau, treff dich mal mit ihm, geh mal mit ihm wandern. Dann kriegt der mal ein Umstyling gleich, ha? Huh? Krass, Lena, ey. Aber ich sag's, wie es ist, ne? Ist schon gut. Geht das auf Urnen? Der müsste doch hier in deinem Dings sein, oder nicht? Also du müsstest den doch als Geist jetzt hier drin haben. Dann kannst du einfach draufklicken, MC Command Center, Sim Kommando, Sim Verwaltung und Sim Wiederbeleben. Bei Urnen weiß ich's nicht. Aber da könntest du den Geist herbeirufen, dann geht's vielleicht auch, wenn du ihn anklickst. Was wollte ich machen? Und ansonsten würde ich vielleicht ohne zu speichern rausgehen nochmal, wenn es geht. Du, oh, jetzt ist halt schon 20 Uhr, ne? Er hat auch gar keinen Spaß, der arme Schatz. Oh, super, Janis, willkommen zurück. Lasst uns mal in die Bar gehen mit Anissa. Ja, aber wir haben leider nur 64 Simoleons, ne? Damit können wir leider gerade keine Hütte bauen. Ist gerade ein bisschen schwierig, geldtechnisch, ne? Ich würde gerne eine kleine Hütte bauen, aber es ist wie denn, ist die Frage. Wie denn? Mit was denn? Ne? Das Leben ist teuer. Es ist auch so schön, dass jetzt so lange noch hell ist, ne? Oh, cool, Linda. Cinderella-Story. Oh, die Cinderella-Story. Die Cinderella-Geschichte habe ich auch super gerne gespielt. Oh, da ist die mollige Katze Maya. Süß. Aber es ist nur das Fell. So, wir gehen mal zusammen an die Bar. Gibt es hier auch eine Musikanlage? Ah ja, guck mal, da können wir Witze erzählen, weil er Spaß braucht. Während er Witze erzählt, bin ich sofort wieder weg. Mal ganz kurz meinen MacBook laden. Weil ich seit Tagen kein Akku mehr habe und ich den aber später brauche. Oh. Ah. Organisch, Shuna. Warben Carbode. Valdruge Ibsen Plebar. Tamps Arms. Nababesh Punnel. Macht sie Spaß? Punnel. Ah, Kachichi. Down Zabara. Yubara. Zabara Meltharg. Hunter, der kleine Komiker. Ja, Wände sind teuer in Sims, absolut. Eigentlich ist alles teuer. Die mollige Maya. Ja, süß, ne? Macht ihm. Oh, wer bist denn du? Chupaza? Gorbanehi? Bolamide! Ich mach mal kurz einen Attraktionsalarm. Parhiba? Macht ihm aber auch nur ein bisschen Spaß, ne? Niemand Interessantes. Sad. Guck
Corinchen, Hallöchen. Und Janis, wie ist es? Bist du zufrieden? Jasmin, magst du nochmal die Empfehlung reinschicken für die Packs? Den Command, das wäre ganz lieb. Belinda, guck mal, hier sind voll die Chicas. Vielleicht, weil er noch Teenager ist. Vielleicht findet er dann nur andere Teenager attraktiv. Wait, hat er sich jetzt bei dem Mädel gar nicht vorgestellt? Ah, da ist sie noch. Ich will, dass er sich mal vorstellt. Gut, die ist erwachsener, die ist natürlich viel älter, ne? Fidelina, das ist ja ein cooler Name. Paulina! No way, Hallöchen, Sternchen, Hallöchen. Bin ein bisschen unzufrieden. Oh, aber 2,0. Genau, also Janis 2,0, mega. Herzlichen Glückwunsch. Am Ende ist es nicht mehr wichtig, wie gut die Note war. Wichtig ist, dass, ne, du bestanden hast. Hammer, ey. Ist doch super. Mach mal einen Witz. Haben die denn hier keine Musikanlage, Mann? Pff. Ist ja noch jemand Hübsches. Ganz schön viele hübsche Menschen. Oh, er mag. Da läuft ja doch Musik! Oh mein Gott, schau Fernsehen! Da ist ein Fernsehen! Er hasst alles. Oh, Darzebula! Macht dem Fernsehgucken keinen Spaß. Bitte? Hey! Comedy-Kanal, okay. Okay, wir machen mal. Er hasst halt die Musik. Können wir jetzt nie wieder hier hin? Gut. Kann man an zu wenig Spaß sterben? Ich frage für einen Freund. Oma ist immer noch spazieren. Gut. Mini, hallöchen, willkommen im Streamerino. Ja, das muss ich vielleicht echt ändern, die Musik. Und Nati, hallöchen, glaub an zu viel Spaß eher. Ach so. Ja, er hat auf jeden Fall gar keinen Spaß am Leben. Und jetzt hat er noch eine komische Nachricht bekommen. Oh, weia. Nati, was geht? Mini, was geht? Ich glaube, dein Sims geht's nicht gut. Ja. Ja. Das ist wie wenn ich geparkt habe und der Enfi sagt, ich glaube, du stehst nicht gut. Ja. Weiß ich, dass ich nicht gut stehe? Will ich jetzt nochmal umparken? Nee. No. Oh Mann, Leute. Mach ich's dann immer trotzdem? Ja. Oh, Hunter, du warst den ganzen Tag weg. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Gehst du bitte schnell ins Bettchen? Ich habe die ganze Nacht bin ich wach geblieben. Oma, geh doch auch schlafen. Ja, jetzt schlafe ich auch. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. Küss dein Auge. Oh, Jasmin. Sein Leben absolut am Limit. Blöd. Ist blöd, ja.
Oh, sehr cool, Mini. Nice. Läuft bei dir. Sehr, sehr schön. Ja, bezahlen wir halt die blöde Rechnung. Ich würde sagen, wir geben Oma jetzt mal die Chris. Aber wir müssen eigentlich erstmal verkaufen, um Geld zu bekommen, ne? Warte mal, was sammeln wir denn überhaupt alles? Sammeln wir auch Kristalle? Nee, ne? Nee, gut. So, Hunter. Ich will ihn jetzt eigentlich ungern schon wieder graben lassen, aber wir müssen, Leute. Wir müssen. Es ist halt langweilig am Anfang, wenn wir Rags to Riches machen, weil wir dann halt immer wieder die gleichen Sachen machen. Aber ich glaube, ihr versteht die Notwendigkeit unseres Tuns. Die Ausgrabungen sind natürlich wichtig, weil er ist ja ein Dschungelhunter. Und wir werden jetzt auch bald unseren ersten Dschungelbesuch machen. Man weiß ja auch nie, was die ausgraben. Ja, also da kann schon auch cooles Zeug dabei sein. Das stimmt schon. Melanie, hallöchen. Willkommen im Stream. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag. Am Handy spielen, das könnten wir auch noch probieren. Das stimmt, da denke ich immer gar nicht dran, dass wir das dabei haben, das Handy. That's a good point. Eine Kuhpflanze wäre auch cool. Geht so? Geht so? Hallo, Miezi-Mausi. Wir müssen Wilma nochmal in die Stadt schicken, glaube ich. Zum Katzen gucken. Wir müssen den Corgi suchen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich gruselig anhöre. Der Corgi gehört uns. Er muss in unsere Mitte. Ja, so ist es. So, wenn du fertig bist, gehen wir zum Museum, Hase. Es macht ihm Spaß! Ja, GG, guckt mal! Die Ausgrabungen machen ihm Spaß. Das ist natürlich super. Wow. Ja, toll. Genau, Strom und Wasser kann abgeschaltet werden. Und es nervt halt, weil wir ja schon... Hat die Wilma jetzt nicht die Rechnung bezahlt? Ich habe doch gesagt, die soll die Rechnung bezahlen. Wie war denn eigentlich dein Wanderausflug mit Miguel? Sie findet ihn einfach aussehend wahrgenommen. Vielleicht sollten wir ihn mal umstylen. Ob sie ihn dann immer noch einfach findet? Ich dachte, die graben nicht, wenn sie angespannt sind. Ich glaube, es kommt auf die Art der Anspannung an, tatsächlich. Mom. In dem Fall ist er ja an... Ja, oder? Ich glaube, es kommt auf die Art der Anspannung an. Ja, ja. So, Hunter. Es ist schon wieder Abend. Bitte? Wir haben doch gerade in den Tag gestartet. Was ist denn das immer? Als ob jetzt schon wieder Abend ist. Ich glaube, ich spinne. Ja, bis gleich. Wenn sie sich unwohl fühlt, graben die Sims. Nicht, ja, true. Unwohl. Aber angespannt, da gibt es auch was. Ich glaube, es gibt eine Art von angespannt sein. Da graben die auch nicht. Aber ich glaube, es ist eher... Wenn sie diese Tätigkeit auch nicht mögen, dann graben sie nicht. Aber dadurch, dass er die Tätigkeit mag, macht das, glaube ich. Ja, also er hat das als Vorliebe. Und ich glaube, deswegen macht das. Und Lilly, hallöchen. Aber du hast recht, wenn sie sich unwohl fühlen, auch nicht, ja. Also, du musst jetzt, Hunter, ganz schnell... Kann man das klauen? Nein, will ich gar nicht. Das ist ein Museum, da klaut man nichts. Komm. Wir werden weiter das Artefakt authentifizieren. Ich glaube, bei sehr angespannt. Das kann auch sein, ja. Okay, aktuell ist es als schlecht deklariert. Es ist jetzt auf jeden Fall mehr wert. Pack das mal in dein Inventar. Oh,
So, Hunter hat das Objekt sorgfältig analysiert und es als echt eingestuft. Weitere Analysen können zusätzliche Informationen liefern. Mit weiteren Analysen kann Hunter seine Archäologiefähigkeit verbessern. Okay, die Qualität ist leider schlecht. Boah, der hat so viel. Genau, ja, ja, da kann man richtig reich werden, das stimmt. Ey, true. Die Wilma kann hier malen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Da kommen wir wenigstens an ein bisschen Geld mal. Weil ab und an möchte sie bestimmt malen. Jetzt nicht immer und auch nicht zu viel. Okay, das packen wir auch mal ein. Und dann soll er noch mal so einen Klumpen freilegen. Melanie, ich hab's mir noch gedacht. Da hat mir doch jemand gewunken. Du warst es. Wie schön. Ich habe auch zurückgewunken. Mensch, wie war die Fahrt? Bist du vom Urlaub heim? Oder hin? Heim? Auf einmal ist so ein Meisterwerk. Könnte passieren. Also ich will jetzt nicht, dass es unsere Haupteinnahmequelle ist, ne, weil wir wollen uns ja schon auf Hunter konzentrieren. Oh, das wäre jetzt ein tolles Foto, wenn er nicht stinken würde. Darf ich kurz cheaten, Leute? Ich mache ihn gleich wieder stinkig. Kann er jetzt bitte aufhören zu stinken? Yuka, willkommen im Stream. Hallöchen. Und Tox, hallöchen. Kannst du nochmal deinen Notizzettel auspacken? Das war irgendwie schön. Oh ja, danke dir. Oh, er ist so ein schöner junger Mann. Willkommen zurück, Jasmin. Jasminchen. Oh, machen wir mal G, ne? Machen wir mal ein bisschen Tageslicht. Oh, das könnte ein schönes Thumbnail werden. Guck mal. Ja, machst du die Augen bitte auf? Toll, Hunter. Super. Halt er die Augen zu. Oh, cool, Yuka. Schön, dass du meine Streams schaust und meine Videos. Das freut mich total. Danke dir. Man kann die entstinken, naja, indem man Hygiene halt hochmacht, ne? Hunter, hast du eigentlich auch offene Augen? Ich frage jetzt mal für einen Freund. Bizarre. Na gut. Hunter hat gern die Augen zu beim Arbeiten, ja? Aha, okay. Krass. Sehr witzig. Melanie. Wenn du da so nah bist. Ja, das ist doch trotzdem ein schönes Bild, auch wenn er eigentlich müde ist. Schön, Hunter, schön. Oh Gott. Der kann gleich mal eine Banane essen, du. Hunter hat gutes Auge für Städte mit archäologischer Bedeutung. Er kann jetzt den Dschungel nach Ausgrabungshügeln absuchen. Okay. Und Mom, was hast du jetzt für ein Bild gemalt? Was ist da jetzt kaputt gerade bei dir? Tausendeinhundert! Geh mal heim, Mom. Du arbeitest auch mit... Ja, doch, klar. Gaming Star Stable, hallöchen! Geht der Tag auch viel schneller rum? Ist so. Auf jeden Fall. Oh. Naja. Ich glaube, wir haben einige Fossile schon gefunden. Lass uns doch direkt mal schauen. Ja, gucke mal. Da haben wir doch schon einige gefunden. Super. Also leider sind die Artefakte echt nicht gar so viel wert, aber wir müssen... Ey, komm, ey. Der arme Hunter. Müssen eigentlich jetzt nach Hause, ne? Ich lasse ihn noch ein Avocado essen. Ja.
Ja, genau, das ist die Oma von Hunter. Ganz genau. Hey. Okay, das macht er toll. Es muss nur ein Burner dabei sein, Leute. Dann sind wir erstmal rich, ey. Oh Gott, er muss jetzt nach Hause. Wenn er das gemacht hat, schicke ich ihn direkt ins Bett. Und schläft er wieder den ganzen Tag, wisst ihr? Okay. Alles gut. Können wir den Tisch auch einpacken? Okay, nee, geht nicht. Nee, wollte ich auch gar nicht. Ich wollte den Tisch nicht klauen. Das macht man nicht. Macht man nicht. Lotterie? Nee. Aber ich habe auch noch nie gewonnen. Ich möchte ein Lotterie loskaufen. Wir gewinnen ja eh nicht. Kann er jetzt nicht, oder was? Warum? Ja, ja, genau. Wir müssen die auch sammeln und nur die Doppelten verkaufen. Das wird auch nicht einfach. Da müssen wir erstmal alles in Ruhe anschauen dann. Auch bei den Fossilien. Fossilien. Weil er Teenager ist. Können Teenager bitte keine? Also bitte, Glücksspiel für Kinder? Hä? Verstehe jetzt nicht. Warum soll das nicht in Ordnung sein? Und Lena, habe ich dir jetzt Hallo gesagt? Und White Wolf, Hallöchen. Ja, same, Stacy. Ich auch nicht. So, geh schnell schlafen. Die Oma holt ein Lotterie los. Und Land of Cozy, Hallöchen. Willkommen im Stream. Glücksspiel für Kinder. Kann das auch süchtig machen? Oder macht nur das Glücksspiel für Erwachsene süchtig? Wilma! Man könnte den Kiddies aber auch gar nichts heutzutage. Ist so. Nicht mal in der Lotterie teilnehmen. Ich find's frech. Das ist dasselbe mit Nektar. Teenager können Nektar herstellen, trinken, aber nicht verkaufen. Mhm. Naja, gut von mir aus. Oh, Mom. Mara, Hallöchen. Aber wurde bei ihm nicht die Feiertagstradition angesagt? Ja, aber es ist ausgegraut. Ah ja. Boah, wir müssen den beiden jetzt endlich mal ein Haus kaufen. Ich lasse Hunter jetzt auch wieder aufstehen. Gott, beruhig dich, Junge. Und lass ihn jetzt mal... So. Schon mal die Fossilie verkaufen. Das Obst. Okay. Jetzt soll er ausstellen. Und dann noch. Ja, okay, das ist natürlich mies, ne? Weil das ganze Obst da jetzt. Okay, wartet, ich nehme mal das raus. Ah, Gartenverkauf beginnen. Jetzt verstehe ich's. Stand bedienen und Gartenverkauf beginnen. Ich verstehe, Leute. Ich verstehe. Wir werden diese Obst- und Gemüsesachen jetzt übers Inventar verkaufen. So. Ja, Leute, kauft mein Scheibenkleisterzeug. Nein, Carrie! Witzig! Was du da für eine Mod im Spiel hast. Und Mara, Hallöchen! Ja! 300! GG, können wir die Preise erhöhen? Oh. Oh nein, Hunter muss in einer Stunde arbeiten. Das ist natürlich crazy. 600 Simoleons! Macht es, Dani! Und tschüss, Loni! Ja! 750! Oh mein Gott! Kauft es jetzt! Ich muss arbeiten, los!
Ich will nicht mehr, dass er den Job macht. Ich kündige den jetzt. Oder muss ich den Nebenjob machen? Haben wir Belohnungsstore? Oh ja, haben wir. Stimmungslöser war der Zauber, dass es ihm gut geht, gell? Ich glaube, das war's. Will ihn auch kündigen? Hey! Der macht einen super Job! Ja, komm, geh. Der Arme. Ich muss mich besser kümmern, Leute. Ich muss mich wirklich besser kümmern. Und ein Haus bauen. Oh, Miko ruft an, das ist ja nett. Ja. Wir unterstützen Miko. Das ist die Freundin unserer Tochter, ne? Klar hat sie unsere Unterstützung. Ich überlege nur gerade, ich baue da jetzt mal was an. Weil Zelt ist ja wirklich schön, aber wir brauchen ein Bett. Für die Oma zumindest, ne? Ich meine, er soll kündigen. Ach so, ich dachte, wir kündigen ihn. Nee, wieso? 200% ist doch super. Ja, die Childbirth Mod ist echt toll. Die liebe ich auch total. Mm, die macht so schöne Animationen. Game Changer einfach. Oh, cool. Ja, ganz viel Spaß beim Spielen, Land of Cozy. Nice. Ich habe den Baumodus angeklickt. Leute, lädt kurz. Warten wir eine Sekunde, ne? Lädt kurz. Ich kann uns Musik anmachen, solange wir im Baumodus sind. Rex Witch ist immer so ein Hustler am Anfang, aber das lieben wir doch. Ja, ich mag es auch tatsächlich. Also, ja, jetzt gerade denke ich mir so, oh, jetzt wieder nur so ein Bett hinstellen, dann ist schon wieder Geld weg. Aber ihr habt recht, ich mag es auch. Also, das ist schon mein Stil, so zu spielen. Ich habe keine Snacks heute Abend. Oh nein, Lena! Aber du könntest nochmal los, ne? Je nachdem, wie weit der Laden natürlich von dir weg ist. Juna, hallöchen. Na, Juna, bist du gut in deinen Feierabend gestartet? Ja, ich bin mir unsicher. Ich würde Oma gern so eine Blockhütte hinstellen, wisst ihr? Naja, 1800 geht aber eigentlich, ne? Omi, gibst du mir mal bitte das Badezimmer her? Oh, sorry, Kadi, habe ich noch gar nicht gelesen. Danke, dass du es nochmal schreibst. Ich schaue es mir gleich mal an. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich gucke dann lieber nochmal, ha? Huh? Gut, dass du es nochmal geschrieben hast. Habe ich nicht gelesen. Hab gehört, heute Abend GNTM-Party bei Sandri. Was soll ich mitbringen? Ja, geil! Das höre ich gern. Ja, bring's mit, worauf du Bock hast, ne? Suppe Sache. Suppe Sache. Wir gucken jetzt mal, was wir uns leisten können. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir erstmal die Feldbetten eine Weile nehmen. Die haben jetzt zwar nicht so viel Schlaf, aber... 5. Und wie viel bringt das Zelt an Schlaf? Gar nichts steht da, okay. Können wir aber machen, ne? Habe die Hundewelpen heute geboren von der Nachbarin kennengelernt. War schon süß. Oh mein Gott, ganz winzig bestimmt. Süß. Oh Gottchen. Cool, Juna. Stelle ich mir sehr goldig vor.
Mit mir ist alles gut, danke der Nachfrage. Ja, ich gucke jetzt mal, ob wir alles haben. Wenn wir alles haben, verkaufe ich unser Zelt. Aber jetzt versuche ich erstmal alles Mögliche zu machen, was wir brauchen. Wäre nämlich nicht schlecht, wenn wir da noch ein bisschen was übrig haben. Ich glaube, ich möchte das Block oder... Oh, auch nicht schlecht, gell? Aber ich glaube, ich möchte den Blockhausbaustil nehmen. Vom... Ah, aber das ist auch geil, ne? Das passt hier gut rein eigentlich, ne? Ja, soll ich es höher machen, Jasmin? Würdest du es eher höher machen? Oder war das eine allgemeine Frage? Labrador. Oh, süß, ey. Ich find's auch passender. Ich kann's sogar noch ein bisschen kleiner wirken lassen. Nee, alles gut, das weiß ich da nie. Ich nur damit, weißt du, weil das ist halt auch schneller geschrieben dann immer, das weiß ich auch. Nur nicht, dass sich das so, weißt du, weißt ja, wie schnell das geht, dass sich das dann so einbürgert. Sollen wir, ja, machen wir lieber so, ne? Das ist schon schöner, wenn's übersteht, glaube ich. Auf beiden Seiten. Und Fanny, Hallöchen, gell? Ist echt schön, finde ich auch. Nee, wir brauchen noch eine Türe, genau. Ich bin nur am Überlegen, ob ich das überhaupt so mache von der Aufteilung oder ob ich das seitlich mache, den Eingang. Passt mal auf, weil wenn wir den Eingang jetzt seitlich wählen, warte mal, vielleicht kriegt die Omi auch eine andere Bettfarbe. Hell? Nee, ich mache beide grün. Dann könnten wir die Türe nämlich wieder innen machen und hier auch eine vernünftige Türe. Aber sieht hässlich aus, ne? Oh, Sunny, danke schön. Ich weiß es nicht. Wir können das auch nochmal drehen. Ist schon ein bisschen ugly gerade, ne? Hallo! Willkommen zu Hause! Ich baue eigentlich kein Tiny House mehr. Aber es sieht, glaube ich, gleich aus wie eins. So, jetzt mache ich gleich das Zelt weg und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir über haben. Ich mache es jetzt erstmal so rum, aber wir drehen es dann nochmal. Neperchen, die Mama hat, die Oma hat ein Bild gemalt, da haben wir ein bisschen Geld bekommen. Und wir haben ein paar von den Fossilien verkauft, die wir doppelt hatten. Da haben wir auch ein bisschen Geld bekommen. Fenster werden aktuell überbewertet, kommen eh nur Insekten rein. Recht hast du, ey. Recht hast du. Absolut. Oh, ist schon irgendwie süß, oder? Das wäre wirklich cool, wenn es im echten Leben auch so schnell gehen würde, sein Haus baulich zu verändern. Wäre schon nice, ey. Wir können gucken, ob wir Tiny House einstellen können, ja. Ich weiß nicht, wie es vom also, ah, stimmt, wir haben ja das Bad jetzt weggemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, wegen dem Badezimmer wäre es vielleicht schwierig. Aber nee, müsste eigentlich gehen. Wow, ey, love it. Love it, Leute. Ich mag's. Es ist klein, aber fein, oder? Für die Oma brauchen wir aber ein Treppengeländer. Alles andere wäre nicht in Ordnung. Wobei die natürlich fit und agil ist, klar. Okay, ich mache nicht das Treppengeländer für die Oma, sondern weil es einfach schöner aussieht. Ich gebe es ja zu. Es ist einfach schöner. Oh, das Lied wieder. Ascha? Oder was habe ich letztens gesagt? Ach, Pappelapapp, Wilma Crofton schafft die Treppe im Vorwärtssalto. Ja, true. Nee, aber ich mach's, weil es einfach schöner aussieht, okay? Die Wilma braucht's echt nicht. Die lacht uns aus, wenn wir hier ein Treppengeländer bauen.
Da läuft die aus Prinzip nicht dran. So. Wow. Ich mag's, ne? Es ist halt anders. Ecken, ja, genau. Hallo. Guck mal, wir haben ein süßes Strandhäuschen gebaut. Ja. Ja, ich mache noch so eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Und dann essen oder was? Ich hab eine halbe Waschmaschine voll Curry gemacht, ey. Ja. Damit wollte ich sagen, dass es viel war. Ich hab's natürlich nicht in der Waschmaschine gekocht, ne? Ja. Ich fühle das Dach nicht so. Ey, gerade das finde ich irgendwie cool tatsächlich. Gerade das gefällt mir. Also ich verstehe es, ja. Aber gerade das finde ich richtig cute irgendwie. Ich finde gerade das irgendwie süß. Mal gucken, wie das damit aussieht. Es ist voll cute, Leute. Ich mag das voll. Hallo. Und dann noch so ein kleines, rundes Mini-Fenster. Noch süßer, oder? Ich mag's voll. Ja, auch obwohl was? Ich lass Fenster weg. Ist besser? Ich find's voll schön, Leute. Was denn jetzt? Was denn jetzt das Thema hier? Kannst du ein Fenster besser? Lena, hallöchen. Fand das Fenster super cute. Okay, überzeugt. Ja, die Sulani-Fenster sind cool, aber ich glaube, ich finde die tatsächlich cooler. Nee, aber irgendwie auch nicht. Ei. Oh, Ines, fleißig bist du. Das hört sich super an. Hammer. Ja. Von Sulani, ne? Ich bin mir nur wegen der... die mag ich aber auch ganz gern tatsächlich. Was wäre denn mit solchen Fenstern? Ja, glitscht halt ein bisschen, aber... Zu modern? Was ist denn das für ein Wort? Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist voll der komische zu modern. Das hört sich irgendwie nicht richtig an. Boah, da hat es mich richtig geschüttelt, ey. Ganz komisches Wort. Ekelhaft auch ein bisschen. Nee. Zu musst du weglassen, dann verstehst du es. Schon etwas modern vielleicht. Ja, oder? Voll geil. Liebe ich.
Ach, Leute. Wo ist es? Zulani. Ah, guck mal, aber das sind die Fenster von dem Pack. Ja, take it, shake it, ne? Kein Geld mehr. Okay. 960 Simoleons hat uns das Zelt gekostet. Boah. Crazy. Hallo. Ey, ich mag's voll. Ich mag's voll. Gell? Ja, ja, also ich werd das Baumhaus auch modern machen. Aber ich glaube, dass es schon cool wäre, wenn Mami, also Oma, wenn Oma ein traditionelleres Häuschen unten hat und Hunter dann aber oben vielleicht eher modern ist, wisst ihr? Das glaube ich, möchte ich schon. Also ich finde das sehr realistisch, dass Hunters Häuschen irgendwie ein bisschen moderner ist als ihrs. Dass er oben vielleicht so ein richtig verglastes Haus hat, so ein richtig geiles. Und sie halt eher so das traditionellere Haus. Ah, shit, ich komme da leider nicht. Der glitscht es automatisch nach oben. Okay. Na gut. Es wäre okay, wenn wir ein bisschen Geld über haben. Oma wohnt im Baumstamm. Ah, cutes Häuschen. Oh ja, ich speichere unbedingt gleich mal. Good call. Wir brauchen noch Licht da drin, ne? Und vielleicht geben wir jetzt unser Geld auch ein bisschen für was Besseres hier aus. Boah, wie wäre es noch mit Grünzeug an den Wänden, Lianen und so vom Dschungelpack? Ja, Jasmin! Das ist eine gute Idee. Machen wir. Ja, ich habe den gerade weggemacht. Aua. Ja, ja, ich mache den Briefkasten gleich. Wartet kurz, ich habe ihn gerade gelöscht. Ich mache ihn gleich hin. Was wollte ich jetzt noch machen? Ach, Lian. Mhm. Und Panusch, hallöchen. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Ja, wir haben, glaube ich, einen Briefkasten von Landhausleben, der ein bisschen besser ist. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz nach der Toilette nochmal schauen. Und nach der Dusche vielleicht. Beziehungsweise, ich glaube, ich würde eher die Dusche austauschen als die Toilette. Oh, die Duschwannen sind einfach zu teuer, ne? Oh, das ist alles teuer. Gucken wir mal, ob wir uns noch Büsche leisten können. Und einen Briefkasten. Na, ah, das spawnt doch eh einer kostenlos. Mann! Ah, die kosten alle nichts. Okay, gut. Dann ist okay. Ja, cute! Guck mal! Oh, Panosch, wie aufregend! Voll toll. Ich hab's gestern erst mit dem Enfi drüber gehabt, Panusch. Es ist wirklich, man ist nie zu alt,
um nochmal was Neues anzufangen. Ganz ehrlich, man ist nie zu alt und es ist so toll, dass du auch den Weg jetzt gehst und was machst, was dir gut gefällt. Ganz, ganz viel Spaß dir dabei. Wow, Hammer. Gestern erst im Enfi drüber gequatscht. So, Jasmin. Oh mein Gott, ist das cool, oder? Oh, wir haben kein Geld mehr. Vielleicht, oh Mann. Ich will noch so ein Ding. Wir brauchen noch irgendwas zum Kochen. Ein Grill wäre halt gut. Oh wow, ich mag's voll. Well, love it. I love it, Leute. Ups, 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 ups. Wir speichern jetzt mal. Good call. Ja. Geilo Milo. Ja. Ja. Ja, genau. Jetzt müssen wir weitermachen. Grill. Entschuldigung. Wir müssen noch gucken, was ein Grill kostet. Was kostet die Welt? Wir kaufen alle. Du, 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 du. Ja, so eine Außenküche wäre schon cool. 800 oder 300, okay. Meinst du, wir könnten schon versuchen, den Stand zu bedienen? Ich meine, die Omi weiß schon, wie der Stand funktioniert. Hallo, Mini! Na, alles gut, Girl? Wie ist es? Wie läuft's heute bei dir? Alles gut, Panusch. Ja, alles gut. Danke der Nachfrage. So, Sie können diesen Stein kaufen. Der ist von meinem Enkel. Ja, ja. Den hat der ausgegraben. Das hat der gemacht. Ja, weil der ist ein ganz toller, mein Enkelschatz. Ja, das ist super, dass Sie den gekauft haben. Das war es auch schon. Mehr haben wir heute nicht, aber es kommt wieder was. Kommen Sie bald wieder vorbei, gell? Ja, tschüss, 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 tschüss. Oh, die Omi hat leider Kopfschmerzen. Wir werden auf jeden Fall auch die Matratzen dann verbessern bei Gelegenheit. Wilma, warte mal, was ist jetzt mit ihr? Ich glaube, sie hat einfach nur Kopfschmerzen, dachte ich. Ach so, sollen wir wirklich zum Arzt mit ihr? Ich dachte, sie hat ein bisschen Kopfschmerzen. Okay. Ja, dann gehen wir mal schnell mit ihr zum Doktor. Ich habe irgendwie nur an Kopfschmerzen gedacht. Ah, Tiny House, Emma True. Danke. Allergologen. Oh oh, wegen... Warte mal. Ich wollte gerade sagen, sie hat doch eine Tierhaarallergie, aber das war ja ihre Tochter. Tiny but finey. Danke. Sehr guter Tag. Anstrengend, aber ich habe selbst Tacos gemacht. Oh, lecker. Lass es dir gut schmecken. Yummy. Oh, Hunter, du bist wieder daheim, ne? Trink mal deinen Trank, den ich dir gekauft habe. Ey, wo ist der? Leute, wo ist denn der jetzt? Hä? Ach, der trinkt ihn jetzt. Live. Er wurde befördert. Super, Hunter. Trinkt es doch bitte jetzt. Okay, wir gehen los. Das ist die von Deep Indigo, die Healthcare, genau. Bei Gelegenheit. Ich glaube, du meinst bei genügend Geld. Ja. Naja, gehen jetzt erstmal ins Museum und werden noch den Rest erkunden.
Dir auch, Tanja. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und danke nochmal, ne? Eieiei. Oh, Antea, was möchtest du kaufen? Bitte? Ich werde jetzt Hunter die ganzen Sachen noch erforschen lassen. Das müssten wir hinkriegen. Und dann vielleicht wirklich erstmal sein Bett zumindest verbessern. Das Bett von der Oma müssen wir nicht verbessern. Einfach, weil sie ja nicht so ausgeschlafen sein muss wie er. So, let's go, Hunter. Go, Hunter, go, Hunter, go, go, go. Hunter, go, Hunter, go, Hunter, go, go, go. Ist ein reiner Dschungelforscher. Dann könnten wir ihn auch nochmal losschicken. Da gibt es nämlich noch so ein paar Ausgrabungsstücke. Was? Mit seinem Erkenntnis, mit seinem Expertenwissen der osmikanischen Kultur. Moment, ich muss das in Ruhe lesen. Konnte Hunter die Fälschung deklarieren? Ah, ist eine Fälschung. Okay, ist eine Fälschung. Leistix, Hallöchen. Oh, mach das, Sunny. Viel Erfolg dir beim Backen. Ach, backst du Philias Kindergeburtstag, oder was? Oh, Archäologiefähigkeit 5! Hunter kann jetzt am Archäologietisch echte Artefakte, Schätze und Fossilien analysieren und Elemente, Metallen und Kristallen extrahieren. Okay. Ja, ich glaube, 40 Simoleons stand dabei, ist sie wert. Aber wir gucken. Wow! Das ist crazy, das Gerät. Element extrahieren. Oh, Mayna. Aber manchmal ist es auch nicht schlecht, Mods und CC nochmal neu runterzuladen. Gerade wenn du eine Weile nicht gespielt hast, ist es manchmal nicht schlecht, das nochmal runterzuladen. Ach, das ist... Oh, okay, krass. Das liegt so nah beieinander. Okay, schön, Sunny. Macht das viel Spaß beim Backen. Das ist ja ganz schön was zu tun, ey. 300. Okay, jetzt, was kann er jetzt machen? Üben und Element extrahieren. Weiß gar nicht, was der dann macht. Von den Amethysten haben wir zwei Sachen. Dann soll er doch mal einen Amethysten extrahieren. Juni, hallöchen. Wow, Sunny, ey. Nur, oh Gott, hör mir auf. Und Sunny Sayuki, hallöchen. True Queen, hallöchen. Na, ihr Lieben, geht's euch gut? Du hast auch heute gebacken. Was gab's für einen Kuchen? Mama guckt, geht immer, ne? Juni, hallöchen. Alles gut bei mir? Wie geht's dir? Schön, True Queen, das freut mich. Oh mein Gott, Carrie, das... Ich habe gerade eben sagen wollen, dass ich am Sonntag Bananenbrot mache. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, interessiert wahrscheinlich keinen. Egal. Es war so, aber dann dachte ich so, ich habe so viel geredet heute, egal. Jetzt lese ich, dass du morgen, dass du Bananenbrot machen willst. Ich habe nämlich extra Bananen gekauft, aber die sind noch nicht so reif. Also da warte ich auf jeden Fall noch ein bisschen. Vielleicht Sonntag oder Montag dann. Oh mein Gott, wie witzig, ey. Oh Mann. Ja, okay, weiß ich jetzt nicht, was er damit gemacht hat. Aber, ja, wie machen wir denn das jetzt? Witzig, Gary. Das hört sich voll gut an, Avaneria. Das hört sich so gut an. Oh, Eva, da könntest du mal im Discord nachfragen. Ja, das weiß ich leider nicht. Okay, Juni, das ist ein langer Tag, ey. Oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, dass du nicht auch krank wirst jetzt, wenn du so viel mehr machen musst, ne? Immer gefährlich, ey.
Okay, 3 haben wir davon. Davon haben wir noch gar nichts. Aber zählen die denn dann gar nicht? Ach, weil es gefälscht ist, ne? Das heißt, die Gefälschten zählen nicht. Somit könnten wir eigentlich die Gefälschten verkaufen. Oder verstehe ich das falsch? Wenn die Gefälschten nicht mit reinzählen, dann können wir die doch verkaufen. Fälschungen verkaufen, guter Plan. Ja, that's it. Selbst schuld, wenn die das kaufen. Sag ich ehrlich wahr, ne? Zum Glück in einer Woche Urlaub. Okay, das klingt natürlich gut. Da hast du was, worauf du hinarbeiten kannst. Oh. Und im nächsten Part werden wir auf jeden Fall auch... Oh, was hast du da rausgesammelt? Oh. Im nächsten Part werden wir in den Dschungel gehen. Weil dann haben wir ein bisschen Geld, um uns auch Sachen zu kaufen. Dann können wir uns ein bisschen Dschungelausrüstung holen. Und dann geht's endlich in den Dschungel mit unserem kleinen Hunter. Oh. Was ist denn jetzt mit Oma eigentlich? Da stand doch jetzt gar nicht, warum, wie es beim Arzt war. Ich schick sie nochmal zum Arzt. Vielleicht, weil wir dann gereist sind, ne? Hä? Das ist wieder weg. Kann ich euch jetzt nicht sagen, was sie hatte? Hm. Macht es, Pocky. Bis zum nächsten Mal. Ah, verstehe. Ja, das machst du, Juni, ey. Das hört sich gut an. Danke, Jasmin. Okay, dann gehen wir jetzt noch mal kurz zum... Warte mal. Ja. Ja, ich lasse ihn die Sachen noch ausgraben. Dann schicke ich ihn noch mal kurz an den Tisch. Boah, das ist ganz schön viel, ey. Okay. Ein Rubin. Wow. Dann kriegt die Oma auch bald mal ihre ganzen Dinger da. Oh, wir haben ein sehr wertvolles Fossil bekommen. Macht es, Caroline, klingt gut. Oh, jetzt muss er doll pinkeln, ne? Komm, wir lassen Wilma nochmal ein Bild malen. Oh, wieso ist Wilma so müde? Warum kümmerst du dich denn nicht um dich, Mom? Hä? Ach so, weil sie nicht zu Hause ist. Oh mein Gott. Hilfe. Ja, genau, die kriegt dann auch ihren Kristalltisch. Das ist auf jeden Fall der Plan. Oh, eine Reisegruppe. Wäre halt auch nicht schlecht, wenn wir ihm dann den Tisch geben könnten. Oh mein Gott, der muss super dringend pieseln. Wie lange dauert's denn noch? Wie lange dauert's denn noch? Ich muss abbrechen, sonst pinkelt er sich in die Hose. Oh Gott sei Dank. Ein bisschen was wert. So, dann guck mal, ob du hier noch was essen gehen kannst. Ich glaube, hier ist doch in der Nähe was. Wo ist denn der Markt? Der ist doch hier. Hä? Ah, hier, guck mal. Da kannst du mal 2 Portionen kaufen. Oh, guck mal, die Katzi. Beziehungsweise die Oma soll auch mal herkommen. Macht es, Juni. Alles Liebe für dich und ganz viel Durchhaltevermögen. Das Maya. Die Maya ist schon süß, ne?
Sag mal, macht die ihren Stand dicht, wenn wir kommen? Will die mich veräppeln? Geht die einfach heim? Ist die einfach heimgegangen? Ja, das war die mollige Maya. Süßmaus. Die ist einfach heimgegangen, Leute. Ich glaube, ich spinne, ey. Ich gehe jetzt auch heim. Ich mag das jetzt nicht mehr erleben hier. Nicht nochmal. Das sage ich euch, aber nicht noch einmal mit mir. So nicht. Nee. Ich finde es maximal unverschämt. Mag ich gar nicht. Ja, ja, wir werden nächsten Part auch mal ein paar Tiere adoptieren, glaube ich. Vor allem mal ein paar Tiere adoptieren. Das klingt auch schon wieder einfach nur schwierig, ey. Naja. Jetzt muss ich mal gucken. Okay. Gut. 500 Simoleons. Muss man uns den Kackgrill kaufen. Der sieht halt ein bisschen eklig aus, ne? Aber hey, was willst du denn machen? Man steckt ja auch nicht drin, ne? Ah ja, zu teuer, gut. Dann können sie jetzt hier grillen, wenigstens. Ja, ist so. Besser als Würstchen 24-7. Wenn es jetzt natürlich brennt, schimpfe ich, ne? Wilma, gehst du schnell pinkeln, bitte? Was ist denn Wilma überhaupt? Ach, da. Oh, ja, die ist teurer, aber die ist auch eine coole Idee, Nepachen. Erinnert ihr mich gerne nochmal dran in dem nächsten Part, wenn wir wieder ein bisschen flüssig sind, dass ich diese Vulkanfeuerstelle aus Inselleben platzieren möchte? Da hätte ich nämlich richtig Lust drauf. Mit Oma ein bisschen plaudern, ha? Huh? Na, alter Schatz, wie lief's heute? War gut, Oma. Ich habe echt coole Sachen erlebt und ich habe auch richtig coole Sachen, freigeschaltet und so. Ich habe so tolle Steine entdeckt und Artefakte. Ich brauche echt bald ein Regal, wo ich das alles mal platzieren kann. Oh, das ist ja spannend, du. Ja, und du, Oma, hast du auch irgendwas erlebt? Ich war ja wandern gewesen die Tage, das war super schön. Nein, das war ganz toll. Aber ich bin jetzt auch echt müde, ich werde heute früh schlafen gehen. Oh ja, ich auch, ich bin auch super müde. Oh gut, dann gute Nacht, Schatz, und wir sehen uns morgen früh. Ja, Oma, schlaf schön. Ja, jetzt haben wir natürlich keine Ruhe, ne? Ich habe gecheatet, Leute. Guck mal, auf dem Boden ist es 7 Stunden wert, aber im Verkaufstisch 5 Tage. Das ist der Kühlschrank. Chichi. Ja, man muss erfinderisch sein bei einer Rick's Riches. Man muss erfinderisch sein bei einer Rick's Riches. Kein Problem für mich nämlich. Ich habe das erfunden und das gilt jetzt. So. Ist doch ein schöner Abschluss. Alle liegen im Bett und schlafen. Wir haben ein wunderschönes Haus. Save the game, sage ich dazu. Save the Game. Lief doch ganz gut heute. Ich hatte Spaß. Hattet ihr auch Spaß, Leute? Hattet ihr Spaß? Es war halt ein bisschen wild, ich weiß. Aber an sich fand ich es echt cool. Es war lustig. Wir werden im nächsten Stream wieder ein bisschen weniger hustlen und auf jeden Fall in den Dschungel reisen. Denn ich möchte ja, wir wollen ja ein Dschungelhunter-Szenario spielen. Wir waren jetzt eher so ein bisschen bei uns in der Umgebung unterwegs. Aber wir wollen ja unbedingt auch rein in den tiefen Dschungel und das Pack erforschen. Und da habe ich jetzt Bock drauf. Das machen wir. Ich habe heute auch gar nicht nach dem Bestreben geschaut. Machen wir auf jeden Fall auch. Avandaria, ich denke an dich. Gute Besserung, gell? Dass du ganz schnell wieder gesund wirst. Und dass dein Partner sich nicht ansteckt, ne? Oh Mann.
Oh, perfekt. Lass es dir schmecken, Nepperchen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend noch. Ich beende jetzt als erstes YouTube-Aufnahme. Vielen, vielen Dank an alle, die über YouTube zugeschaut haben. Auf Wiedersehen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich könnte mir gerne nochmal dran erinnern, dass wir, was wollte ich sagen? Was wollten wir machen? Ah, diese Feuerstelle platzieren, damit ich es nicht vergesse. Tschüss, ihr Lieben auf YouTube. Bye.